Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Ausstecker rumzureden. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, Presse. Howdy ho, herzlich willkommen und schönen guten Abend hier aus dem Beef Hole live und in Farbe für eine neue Folge unseres heiß ersehnten, lang erwarteten und sehnsüchtig herbeigewünschten Medien- und Presse-Podcast Voll in die Presse. Wieder einmal hat es länger gedauert als gedacht, weil der virale Trend Corona uns einmal mehr eingeholt hat. Und deswegen vielen Dank für die Geduld in die Runde und auch an meine Mitstreiter, die jetzt wieder hier das Vertrauen geschöpft haben, mit mir in einem Raum diesen Podcast aufzuzeichnen. Und damit stelle ich vor Beef Rogers, den Hausherrn. Hallöchen. Beefy, was hast du denn heute für unsere werten und leidgeplagten Zuhörerinnen und Zuhörer im Gepäck? Ich habe was ganz Wichtiges und was ganz Gutes für die Zukunft der Menschheit. Schwitzen für den Klimawandel. Schwitzen für den Klimawandel. Ja, man könnte meinen, das eine kommt vom anderen, aber wir lassen uns hier mal. Hier ist es mal umgedreht, das ist das genau, Spannende. Genau. Dann haben wir natürlich keinen geringeren als Puff Daddy Prollo Ferrari. Jawohl, kacken fürs Klima, sage ich. Und ich bin heute mal endlich wieder mit einem meiner geschätzten Verbrauchertipps dabei für die private Drohnenabwehr. Die private. Auch schwer aktuell, hilft das auch gegen iranische Drohnen? Ist jetzt die Könnte knapp Frage. Werden. Könnte knapp werden. Okay, dann haben wir natürlich noch den sanften Sommer. Ganz neue Töne seit Wochen und Monaten. Der sanfte Herr Sommer im Warmen mag es am liebsten. Diese possierliche Tierart. Herzlich willkommen. Moje, ich kann natürlich auch anders, wenn dir das lieber ist. Ja, ich fand das so ein bisschen diese Agro-Art ganz cool, wenn du da so frierend in deinem Auto saßt, aber lass es uns erstmal noch so versuchen. Das ist sehr freundlich. Ja, ich habe heute auch was Schönes mitgebracht und zwar werden wir nachher diskutieren über das Riechen von Krankheiten. Durchfall zum Beispiel kann man sagen. Seid mal leise, ich rieche was. Durchfall. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Ja, gut. Bodo. Level 1. Ja, und dann mein Name, Ben Cartwright. Und auch ich habe heute etwas mitgebracht. Und da wir ja alle Filmfans sind, zeige ich euch, wie man mit Filmzitaten bei Tinder Frauen aufreißen kann. Hm. Ja, oder auch Männer wahrscheinlich. Aber der Typ hat es mit Frauen gemacht. Sehr lustig. Ja, ich habe Durst, bin wochenlang abstinent. Ich würde sagen, wir reißen was auf, damit es hier schön ins Laufen kommt. Das sind immer die besten Sendungen, wo wir uns einen hinter die Binden kippen. Was wir jetzt heute nicht machen wollen, aus erzieherischen Gründen. Und da hat der Herr Prollo den Drachenfelser Brauzeugen dabei. Ich habe direkt das ist vier Meckem. Sorten. Meckem, Wies. Meine der Güte. Ist, der ist hier unbeschriftet und noch Rollo. Dunkel. Und dunkel. Alles mit? Wir waren shoppen auf dem Land. Man muss sagen, der Prollo, der hat oft schon versagt. Ich habe es oft genug auch gesagt. Aber seit Wochen macht er hier wirklich Boden gut. Und, Aus 53343 Wachtberg von den Brauzeugen GmbH. Was es alles für geile Namen gibt. Weil ich ja ein bisschen noch an mir arbeite, ob ich das Brauzeugen gut oder schlecht finden soll. Aber egal. Brauzeugen. Ja. Also ich bin ja ein Fan von Wortspielen, deswegen finde ich es erstmal gut. Die Kronkorken sind leider für dich nicht bedruckt, aber immerhin so, kommen so in so teilweise so ein bisschen kupferfarbig daher. Stylisch. Also auch mal an der Stelle wieder der Hinweis auf die Shownotes. Das lohnt sich. Ich meine, das ist ein bisschen langweilig, das Etikett, aber es ist trotzdem vom Styling ganz cool gemacht. Cool. Wirklich schön gemacht. Das sieht allerdings aus wie Mr. Poop. Ja gut, das ist ja auch das. Also wer jetzt wissen will, was ich mit Mr. Poop meine, der schaut sich bitte einmal das Foto an. Das sieht wirklich aus wie hingepoopt. Mr. Henke. Also dunkel trinke ich nicht. Das habe ich auch insgeheim schon für mich selber mitgebracht. Sehr gut. Also sehr gut. Da hat jemand mindestens geschurzt. Ja genau, Streifschuss. Wie sieht's aus? Hier haben wir ein Meckem, das ist so grün. Das ist immer ein Meckem ist.
Also, wenn es keiner will, würde ich das Meckem nehmen, weil Wies kennt man ja schon und Meckem weiß ich überhaupt, was es ist. Ja, oder wir teilen. Wir haben ja Gläser. Ach. Genau, wir können ja auch nachschenken. Du musst nicht mit mir aus einer Flasche trinken. Beersharing oder was, da gib mal her dein Glas. Aber ich würde es auch gerne mal probieren. Ja, ja. Tu mal hier rein. Dass sie die Brautzeugen so können. Bei dem richtigen Glas. Danke, das reicht mir schon. Das sieht aber gut aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Leffe tatsächlich. Oder liegt das an dem Glas? Dunkel ist könnte dran liegen, dass auf dem Glas Leffe draufsteht. Ja, aber du kannst auch so gülden. Ist quasi jedes Bier ein Leffe. Ja, meine Güte. Dieses Sachen Branding. Wann kommt eigentlich das Leffe-Paket, was wir uns hier seit Monaten versuchen zu erarbeiten? Überhaupt irgendein Bier-Paket? Vielleicht müssen wir mal eine belgische Folge irgendwie in ja, Belgien machen. In Belgien machen das. Was? Okay. So gesehen bei dir ist ganz schön dunkel. Das ist dunkel. Das ist siehst aber auch dunkel. Ne? Das macht ja fast schon Sinn. Prost, ihr Lieben. Schön, Prost. Dass wir wieder in dieser Runde frisch zusammenkommen. Prost. Ah, echtes Drachenfelser. Ja, ist süffig. So trübes köstlich, Bier. Also deins sieht irgendwie trüber aus als meins. Ich glaube, weil du zuletzt eingeschenkt hast. Das ist mit dezenter Apfelnote. Na gut, deswegen auch das Grün. Das ist gebraut mit Meckenheimer Äpfeln. Deswegen Meckem. Uiui. Was ist denn dann das Dunkle? Ist das mit Meckenheimer? Nein, ich sag's nicht. Also hier ist auch so ein grüner Schurz drauf. Ja. Spinacci. Genau. Also die einschlägigen Worte kommen mir nicht vor, aber Sweet Stout, mild und malzig mit röstigen Aromen, genau das Richtige. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Bier gesprochen. Wollen wir noch ganz kurz Revue passieren lassen, wie es euch so, wir müssen ja diese persönliche Note hier auch bedienen für unsere Fans. Die lechzen ja nach Informationen. Sag mal, was macht bei dir denn so das Leben, wie da irgendwas Geiles passiert? Irgendwie verklagt oder so? Es passieren jeden Tag total geile Sachen. Das glaube ich dir, deswegen gebe ich dir jetzt mal die Gelegenheit. Ja, man muss nur aus dem Fenster gucken. Irgendwie passiert immer was, Riesenunfall vor der Haustür und zwei Häuser weiter brennt es und dann kommt irgendwie noch ein russischer Bomber, der im Garten gestürzt ist, hier einen Kilometer weg. Also es ist unglaublich, was los. Meine Herren. Und bei dir, Prollo, ist das bei dir auch in der Nachbarschaft so? Ja, Schlägerei überall. Auch hier nebenan auf der Autobahn. Ah. Oh. Und es geht heiß her im Problemviertel Auerberg, das Tannenbusch des kleinen Mannes. Das ist ja die Autobahn ist ja direkt bei dir, ne? Ja. Die 555. Ja, die fängt quasi bei uns an und dann. Im Yachten. Also wenn man da so ein bisschen Gas gibt. Der wohnt in diesem Zipfel zwischen der Auffahrt in dem Ort. Ja, wir hatten damals nach günstigen Baugrundstücken gesucht. Ja. Das Problem ist nur, man muss halt von 130 auf 0 in 50 Metern in die Einfahrt rein. Ja. Aber beim Vorbeifahren auf der 5 so ein bisschen hupen, kann ich grüßen. Genau, ja, aber nicht so viel hupen, denn sonst gibt es in die Fresse. So passiert jetzt kürzlich, vor wenigen Tagen tatsächlich, auf der 555 und die Autobahn, es ist also schnell eskaliert, war tatsächlich zeitweise voll gesperrt. Ein Dutzend Polizisten lief am Ende rum und mehrere Verletzte waren zu beklagen. Nein, es war kein Unfall, sondern es waren sich zwei offensichtlich latent gewaltbereite Autofahrende recht nahe gekommen und haben sich dann gegenseitig offenbar auf den nächsten Parkplatz gestellt. Und dann wurde sich nicht etwa versöhnt, sondern es artete in eine ordentliche Prügelei aus. Das eine Fahrzeug hatte sogar noch einen zweiten PKW, der dann gleich dazu kam, dabei. Und auf dem Standstreifen standen sie, da war gar nicht der Parkplatz. Ich wollte gerade sagen. Vor Ort. Und dann wurde sich erst gestritten, dann geschubst, dann geprügelt und zack, musste die Polizei einschreiten, erstmal vollgesperrt. Und zwei der drei Spuren waren dann zu der Vollsperrung, das waren doch nicht nur zwei Leute, das waren doch irgendwie zwei vollbesetzte Autos. Zwei vollbesetzte Autos, genau. Die hatten jeweils offensichtlich reichlich Personal dabei. Ich
beim Überfliegen fehlt mir jetzt gerade die Zahl der Personen. Meine 5 in jedem Auto. Das mag sein, ja. Genau. Gelesen. Ja, fünf, also ich, klar, je nachdem, wie lang du fährst mit 5 Leuten am Twingo, und alles, da ist schon aggressiv, würde ich alles, mal sagen. Alles Brüder. Ja, die Scheiße geblinkt. Die Automodelle stehen jetzt hier nicht. Da hat ja jeder seine privaten Vorstellungen, was das hätte sein können. Und tatsächlich 8 Leichtverletzte. Und die Beamten ermitteln jetzt wegen ganz offensichtlich Körperverletzung, und gegen Abend lief dann auch der Verkehr wieder. Und du bist Hauptzeuge? Ich, aus dem Garten heraus? Ich saß auf der Rückbank, ich bin natürlich völlig unbeteiligt geblieben. Und ja, tatsächlich, also man kennt das ja, ne? Also alle fühlen sich in ihrer Karre sicher und dann wird gepöbelt und dicht aufgefahren und gelichthupt. Ja, aber wenn man da in den richtigen gerät, dann geht's zur Sache. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich mal in so einem Artikel gelesen habe, von einem Psychologen erklärt. Ihr kennt das ja, das hatten wir das nicht letztens sogar, dieser private Raum, irgendwie 1,50 Meter, so außerhalb der Faustreichweite. Das ist so dieser Wohlfühlabstand. Und den übertragen die Menschen zwangsläufig auch in den Straßenverkehr. Das heißt, wenn jemand dir sehr nah auffährt oder dich schneidet, dann verletzt er sozusagen auch im Auto um dich, um dein Auto herum, deine Privatsphäre, deinen privaten Raum, also diese Sicherheitsbedürfnis, den Sicherheitsabstand. Mhm. Und deswegen werden die Leute da auch schnell aggressiv. Also ja. Das erklärt das, wenn einer irgendwie dir direkt vor die Nase läuft oder sich direkt vor dich stellt. Mhm. So wie bei diesem einen Video da auf der Reeperbahn, wo der diese Journalistin rumführt und der eine Typ steht dann immer so, dann klatscht er, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Typ ist inzwischen auch gestorben, der klatscht dann vor laufender Kamera den Typen und sagt so, noch ein Problem hier, also Probleme, komm weiter. Das ist mir Hallo Werner, auch ein sehr guter Freund von mir. Ja, genau. Das ist mir die Tage tatsächlich auf dem Fahrrad passiert, dass da so ein Kleinwagen in der 30er-Zone hinter mir langsam erst vorbeizog und dann aber neben mir einfach weiterfuhr, also weder langsamer noch schneller, und ich wollte jetzt auch nicht bremsen wegen der blöden Karre, und aber mit quasi keinem Abstand, und dann habe ich einfach mal an die Beifahrerscheibe geklopft, was das denn soll, ja, und dann ist aber keiner ausgestiegen, dann kam sondern die Wumme. War das auf der 555? Nee, leider nicht, wie gesagt, 30er-Zone, aber das hätte natürlich auch ins Auge gehen können. Ja, aber ich finde das interessant, was der Ben erzählt, und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wobei ich persönlich jetzt nicht anhalten würde, bloß weil mir jemand nah auffährt. Aber ich habe auch mal gehört, eine Sendung im Radio über Autofabrikate, und die werden ja auch, da ist ja nichts dem Zufall überlassen, wie die aussehen. Und aus psychologischer Sicht ist es tatsächlich so, dass im Moment die Fabrikate, die im Moment vom Band laufen sozusagen, bewusst alle, mehr oder weniger alle, so hieß es jedenfalls, so ja, aussehen, dass wenn du in den Rückspiegel guckst und die dann auf die zukommen, dass die aggressiv aussehen. Das ist nicht irgendwie ein Zufall oder sowas, das ist im Moment sozusagen der Trend, dass die Autos vorne, Kühlergrill, Scheinwerfer und so weiter, dass das ein aggressives Aussehen hat. Wobei das war ja tendenziell eigentlich immer so ein Phänomen der Oberklasse, ja. Wenn du viel für dein Auto bezahlst, stimmt, hast du ja wohl auch Anrecht auf die linke Spur. Ist aber im Moment wohl, ich will es jetzt nicht für alle Autofabrikate so sagen, aber ist wohl zumindest, sagen wir mal, ein Trend, der sehr beliebt ist bei vielen großen Herstellern, und also eigentlich armselig, also finde ich. Okay, das ist das. Und dann muss ich natürlich auch den Bi fragen, wie ist es dir so ergangen? Also, was war in deinem Leben? Ich schicke ja immer fröhlich Fotos, wo du dich wieder verewigt hast mit einem Beef Corner oder Beef. Jetzt letztens in Krakau habe ich auch wieder so ein Etablissement ausfindig gemacht, direkt am Krakauer Hauptplatz da, irgendwas Beef Station oder so. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also, verrückt. Ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist keine große Überraschung, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Ehre. Das ist schon schön. Also insofern, ja, die sich überall huldigen. Ja, ja. Halt ja, überall ja, deine Finger im Spiel. Du hast es raus. Ja, irgendwie. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kriege ja nichts dafür. Vielleicht habe ich es dann doch nicht so raus, dass ich da dann möglicherweise keinen direkten Nutzen rausziehe. Was soll's? Sonst möchte ich mich nicht beklagen. Ich habe, ich hatte ja neulich auch gesagt, eher so in dem Bereich Heiter unterwegs, und ich bin ja manchmal auch wichtig, dann glaube ich, finde ich die guten Nachrichten auch, und jetzt ein bisschen von dem Akkupotenzial im Renault Twingo oder wie viel auch immer da jetzt in welchem Auto gesessen haben. Vielleicht hätte man das aber auch nutzen können, so wie das hier bei meiner Geschichte hier ist. Ich sagte ja vorhin, schwitzen für das Klima.
Und das ist eben das Spannende, es ist ja genau andersrum. Sonst sagt man immer, der Klimawandel kommt oder ist unterwegs oder ist schon da und wird jetzt gegebenenfalls nur noch schlimmer. Und dadurch wird es auch in hiesigen Breiten wärmer und dann fängt leichter an zu schwitzen. Und jetzt hat sich tatsächlich ein Disco-Betreiber oder ein Clubbetreiber in Glasgow hat sich da Gedanken gemacht. Und der hat jetzt in seinem Club, im, wie gesagt, schottischen Glasgow, hat er es geschafft, dass er den CO2-Ausstoß deutlich reduziert. Also jetzt hier für seinen Club um 70 Tonnen im Jahr. Und zwar allein, indem er die Energie, also die Wärmeenergie, die durch die tanzenden Menschen in seinem Club, indem er das nutzt. Und dadurch halt, also das sagt er, durch die ausgeschwitzte Körperwärme etc. wird durch Wärmepumpen, die im Raum verteilt sind, wird das abgesaugt und wird tatsächlich einen Tank unter dem Club geleitet und wo diese Energie dann gespeichert und wieder verwendet werden kann. Und die nutzen tatsächlich für den Club kein Gas und für die Heizung, also benutzen kein Gas mehr für die Heizung oder auch für die Klimaanlage. Und er rechnet das hier halt auch vor, also ist ein Ingenieur auch, der das gebaut hat. Also wenn du zu tanzen beginnst, jetzt Zitat, also mittleres Tempo zu den Rolling Stones oder so, kannst du vielleicht ungefähr 250 Watt generieren. Aber wenn man einen großartigen DJ habe, der jedem zum Auf- und Abhüpfen bringt, dann könnte man 500 bis 600 Watt Wärmeenergie rausholen. Aber insgesamt nicht pro Person. Nee, pro Person. 600 Watt pro Person? Ja, das ist, also so verstehe ich das jetzt hier. Und das heißt halt im Prinzip, dass man da schon durchaus Energiereserven anzapfen kann, die man bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Das finde ich eine ziemlich witzige Idee. Ja, wie gesagt, also von daher, vielleicht wäre auch so Agropotenzial, also wenn die sich da schön geschwartet haben, da, wie soll ich sagen, dann wird einem ja auch warm üblicherweise. Mhm. Wenn man das dann irgendwie hätte nutzen können, hätte das ja sogar noch einen positiven Effekt. Ich finde das genial, wie die Leute jetzt überall anfangen, sich solche Gedanken zu machen, weil sie es müssen oder weil sie glauben, dass sie es müssen, weil es einfach sonst zu teuer ist. Also, genau. Also, das habe ich jetzt auch schon an anderen Stellen gehört, dass zum Beispiel, was ich nicht wusste, BASF ist ja der größte deutsche Gasverbraucher, also singuläre Gasverbraucher. Mhm. BASF verbraucht im Jahr 4% der gesamten Gasmenge, die auf Deutschland entfallen. Das ist so viel wie die ganze Schweiz. Okay. Also schon ziemlich viel. Die haben ja, glaube ich, sogar eine eigene Pipeline. Ja, die haben richtig, und die haben jetzt angefangen, sich da was zu bauen, womit sie das substanziell, ich habe den Artikel nicht dabei und ich könnte das jetzt auch nicht sauber genug aus dem Kopf referieren, aber womit sie das richtig senken, indem sie da irgendwelche Wärmen, die da passieren, immer wieder durch so einen Kreislauf schicken und so weiter, so habe ich das verstanden. Und diese Kosten, die damit verbunden sind, die nehmen die halt jetzt, weil sie sagen, wir haben ja gar keine andere, also wir sehen uns gezwungen. Also man investiert jetzt lieber das Geld in Innovation, als das Geld irgendwie einem immer verrückter werdenden Gasmarkt hinterher zu schmeißen. Das finde ich genial. Also so traurig die Situation ist, auch für viele Betroffene und sowieso der Krieg und das ist ja alles ganz bekackt, ja, aber was Not immer für Erfindungen, ne? Not macht erfinderisch, hervorbringt, wie hier. Warum ist man da nicht schon früher drauf gekommen? Ich meine, ja, so eine Disse, die ist ja irrsinnig heiß. Ja, das ist ja, wenn da was abgehottet wird. Man kennt das ja selber auch, also da früher auch dann rumgehampelt bist, dann lief irgendwann das Wasser an den Scheiben runter innen und es war natürlich Bulle heiß drin. Und ich finde das großartige Idee. Früher hat sich's vielleicht nie gelohnt, das ist ja immer so. Das hat ja, manchmal haben ja dann extrem hohe Preise ja dann auch eben erhöhen, einfach den Druck, sich Gedanken machen zu müssen. Und wie gesagt, dadurch will ich es nicht schönreden, aber das ist zumindest mal, finde ich das auch eine super kreative Idee und das hat was. Also ich finde, das hat Charme. Wie weit ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber ist das jetzt erst nur eine Idee? Nee, das funktioniert. Die haben das schon gebaut. Also in dem Club, der ist jetzt allerdings hier nicht namentlich genannt in dem Artikel. Das ist auch ein Artikel aus der Süddeutschen. Also jetzt sind irgendwie obskure Quelle und die haben das tatsächlich schon, die setzen das schon um, also das läuft schon. Ich sagte ja, die haben also ihren CO2-Ausstoß, hier steht der Name, SWG3, jetzt irgendwie so ein bisschen
unspektakulärer Name, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber wie gesagt, die haben ihren CO2-Ausstoß dadurch um 70 Tonnen im Jahr reduziert. Also das läuft schon. Die Anlage ist in Betrieb. Großartig. Und die nutzen das schon. Wie gesagt, haben mehrere im Raum verteilte Wärmepumpen und die generieren quasi, oder die saugen diese ausgeschwitzte Körperwärme auf und leiten sie dann unter den Club und die erzeugen also quasi dann die eigene Heizung durch die tanzenden Gäste. Kann man sich ja auch gut vorstellen, dass das funktioniert, denn die Wärmepumpen, die ja jetzt überall auch im Gespräch sind, als potenziell bessere Heizmethoden als Gas und Kohle und so weiter, die funktionieren ja sogar mit ganz normaler Außentemperatur, also selbst im Winter, ich glaube, bis minus 7 Grad oder so funktionieren die Dinger. Und in der Diesel ist es etwas heißer, würde ich sagen, als minus 7. Ne? Das ist, kann man sich schon vorstellen, dass das funktioniert. Genau, also wie gesagt, und hier schreiben sie auch. Also das ist einfach, liegt dann so ein bisschen, also es ist dann die Kunst des DJs, auch eben Musik zu erzeugen, dass dann noch viel wichtiger ist, die dann auch wirklich im besten Sinne des Wortes tanzbar ist. Ja, ja, ja. Cool. Ja. 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 Apropos ins Schwitzen kommen. Wahrscheinlich ins Schwitzen gekommen ist auch ein junger Mann in Mödling. Das muss auch irgendwo im Süden sein. Ich habe das hier, Mödling in Österreich ist das. Nicht am Süden. Ja, ja, also das ist von ORF.at, Mödling in Österreich. Und der Typ ist mit einem Kumpel, kann sich das so richtig vorstellen, also es hätte uns früher vielleicht auch passieren können, in den frühen Morgenstunden so wahrscheinlich nach einer feuchtfröhlichen Disco-Nacht nach Hause gegangen und an einer Paketbox vorbeigekommen. Und dann haben sie sich entschieden, dass da eine da mal reinsteigt und andere die zumacht. Idioten. Ja, und dann haben sie nicht mehr aufgekriegt. Überraschung. Und dann hat er wahrscheinlich ein bisschen Schrecken bekommen. Das ist eine ganz kurze Nachricht hier. Und dann musste die Polizei ausrücken mit 3 Einsatzfahrzeugen und verschiedenstem Gerät. Und das war gar nicht so leicht, diese Paketbox dann wieder aufzuhebeln, weil er saß ja auch da drin. Mit einem Halligan-Tool, ein Hebel- bzw. Brechwerkzeug, wurde das dann gemacht und hat insgesamt, wie gesagt, 12 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen gebraucht. Ob es wirklich alle jetzt gebraucht hat, weiß ich natürlich nicht, aber die waren da im Einsatz um diesen Typen. Hier sieht man auch so ein Bild, wie so ein paar Leute um eine Paketbox rumstehen und diesen ja, war sicherlich auch angetrunkenen Heini da aus der Box wieder rausholen. Ich wette, dass 8 von 10 von diesen Einsatzkräften einfach nur mitgekommen sind, ja, weil ja, sie ja, es genau mal sehen wollten. Ja, die haben da geglotzt. Ja, was für ein Idiot. Also das war wirklich ein Vollhonk. Ja, hier sieht man es auch noch so ein bisschen. Da haben sie das dann so aufgebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Also das klingt teuer. Wir verlinken den Artikel. Dann diese Tür aufgehebelt. Herrlich. Ja, Halligan Tool scheint so ein ähnliches Ding zu sein, was man auch benutzt, um Autos, die nach einem Unfall da irgendwie verbeult sind, aufzubrechen. Also das ist ein schweres Gerät. Aber sag mal im Ernst, ich meine, wir haben früher auch so viel Scheiß gebaut, wenn wir irgendwo hergekommen sind. Ne? Sei und froh, dass es die Dinger damals noch nicht gab. Ja, also ich habe spontan gedacht, also natürlich denkst du, was für ein Idiot irgendwo, aber irgendwie fand ich es sympathisch, weil ich dachte, ja, also wenn man ganz ehrlich ist, so ganz frei machen von so einer Idiotenidee kann man sich selber auch nicht, zumindest in jungen Jahren. Ja, aber ganz ehrlich, ich wäre nicht derjenige gewesen, der da reingeklettert ist. Nee, das nicht. Da gibt es ja immer den einen Idioten in deinem Freundeskreis, genau, der das dann immer macht. Aber, genau. Aber dass wir als Gruppe auf so eine Idee kommen und dann auch den vielleicht nicht davon stoppen, da reinzuklettern. Also es besteht ja keine direkte Lebensgefahr, so gefühlt. Ja. Oder wenn der auch müde ist einfach. Ja. Also ziemlich beknackte Idee, aber man kann sich tatsächlich vorstellen, wie sie entstanden ist. Ja. Das Lied zu dem Einsatz heißt wahrscheinlich Living in a Box. Ist mir jetzt gerade spontan Living in a Box von Living in a Box. Richtig. One Hit Wonder. Ich dachte, Return to Sender. Ja, Living. Ja, das auch, genau. Ja, Ben, sag mal, du hattest ja jetzt schon wieder die Pest. Und ich weiß nicht, du hattest auch schon Beef. Wie ist das eigentlich mit euren Nasen da gewesen? Habt ihr noch was gerochen? Ich schon, ja. Ich auch, ja. Okay, weil hört man ja immer, ne? Irgendwie Verlust Geruchsvermögens. Ich kann noch schmecken. Also ich habe auch zum Glück, ich stelle mir das auch eklig vor, keinen Geschmacksverlust gehabt. Ja, bisher. Ja, cool. Weil so eine gute Nase, die kann echt verdammt viel wert sein. Die kann
verdammt viel wert sein, nicht nur bei Hunden, wo man ähnliche Geschichten, wie die ich heute mitgebracht habe, schon gehört hat, sondern kann auch bei Menschen verdammt viel wert sein. Und zwar gibt es in Großbritannien die Schottin Joy, Paulo, jetzt muss ich mir sagen, ob das ein stilles E ist oder ob man es mitspricht, Milne. Die Meilen oder Meilen, ja, die Schotten sprechen ja nochmal anders. Ja. Ja. Ach so. Die hat. Wie war das nochmal? Im Mittelteil. Weiß ich auch nicht. Gut, ja, vielleicht lässt sich das noch aufklären, wie sich das im Schottischen. Nennen wir einfach Loch Ness, die Frau. Ja, genau. Wie sich das im Schottischen ausspricht. Ja. Jedenfalls, die Frau, die hat eine besonders sensible Nase. Ich guck nochmal, das heißt hier genau, das ist eine erbliche Hyperosmie, also habe ich noch nie gehört das Wort, aber das ist eine Riechstörung. Jedenfalls, sie kann besonders gut riechen. Und eines Tages hat sie gerochen, dass ihr Mann nach Moschus roch plötzlich. Also ich weiß nicht, wie Moschus riecht. Wisst ihr der das? Der war bei mir im Old Spice. Laden. Wie der namentliche Ochse hinten wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Also ich hoffe nicht, dass der arme Mann tatsächlich so schlimm gerochen hat. Aber sie hat es so wahrgenommen. Und dann wurde irgendwann bei ihm Parkinson diagnostiziert. Und er ist dann auch irgendwann dran gestorben. Und sie hat diesen Geruch mit dieser Krankheit in Verbindung gebracht, die Frau. Und also sie ist vom Beruf Krankenschwester, mittlerweile pensioniert, und sie ist dann zu einem anderen Arzt gegangen und hat das sozusagen erzählt oder ein Forscher. Und der hat das erstmal nicht geglaubt. Und dann waren sie aber irgendwie doch neugierig und haben sie sozusagen getestet, ob das, was sie sagt, ob das stimmt, und haben ihr 12 T-Shirts gegeben, 6 von Parkinson-Patienten, von Diagnostizierten, und 6 von gesunden Menschen. Und sie hat alle 6 einwandfrei identifiziert als die Parkinson-Patienten, und, das ist jetzt noch der Gag, man dachte, sie hat einen falsch identifiziert, weil sie hatte 7 identifiziert, nur das 7., der wurde dann ein Jahr später erst als Parkinson-Patient tatsächlich diagnostiziert. Also sie hat den mit der Nase sogar noch früher identifiziert als die Ärzte. Und das Ganze hat dann natürlich was ausgelöst bei den Wissenschaftlern, und es ist jetzt gelungen, also das Ganze war 2015 und ist jetzt tatsächlich gelungen, dass man die Moleküle, um die es dabei geht, bei diesem Geruch ausfindig gemacht hat und auf Basis eines einfachen Hautabstrichs einen Test entwickelt hat. Einen Test, mit dem man binnen Sekunden testen können soll oder herausfinden können soll, ob jemand an Parkinson leidet oder nicht. Und das finde ich total faszinierend. Angeblich, also so diejenigen, die Sache, ja, wie soll man sagen, forscherisch begleitet haben, hat er eine Sicherheit von über 90%. Aber selbst wenn es ein bisschen weniger wäre, das ist eine Riesensache, oder? Was meint ihr? Ja, das ist Wahnsinn. Also man kennt das so aus dem Tierreich, dass manchmal Tiere so bestimmte Krankheiten erschnüffeln können. Aber dass das ein Mensch kann, habe ich noch nicht gehört. Ja, finde ich auch, ist mir total neu. Und Parkinson ist doch die Krankheit, die Michael J. Fox hat, oder? Wo du genau so zitterige Hände kriegst und so. Genau, was, ne? Genau, das ist eine neurodegenerative Krankheit. Und also der Mann von ihr zum Beispiel, der hatte 21 Jahre darunter gelitten, bevor er dann gestorben ist. Und man kann das halt möglicherweise sehr früh mit diesem Test rausfinden. Und selbst wenn man vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig früh immer dadurch alle möglichen Kranken erkennt, hat es noch auch einen anderen Wert. Und zwar schreiben die, ich weiß nicht, wie hier in Deutschland die Situation ist, aber in Großbritannien ist es so, dass du wohl 2 Jahre Wartezeit hast, wenn du so irgendwie so einen Verdacht hast und du willst dich irgendwie darauf untersuchen lassen, richtig seriös. Dann musst du ungefähr 2 Jahre warten, bis du dran bist, ja.
Und mit so einem Test könntest du das natürlich extrem abkürzen, weil der braucht nur ein paar Sekunden. Und das ist eine große Geschichte. Und wie man sich vorstellen kann, führt die Story auch dazu, dass man sich welche Frage stellt? Prollo. Ja? Ja? Dass man sich welche Frage stellt. Na, ob das stellt. Nicht für weitere Krankheiten Jawohl. Noch denkbar wäre. Jawohl, siehst du, der Prollo, der ist schnell, der denkt mit. Ausgezeichneter Typ hier neben mir. Du hast einen guten Riecher, Prollo. Ja, ja, einen guten Riecher. Genau die Frage stellt man sich jetzt. Kann das möglicherweise auch bei anderen Krankheiten angewendet werden? Und die gute Schottin, deren Namen wir besser nicht aussprechen, die kooperiert tatsächlich mit weiteren Wissenschaftlern, die für weitere schwere Krankheiten forschen. Also sie probieren rauszufinden, ob für konkret hier für Alzheimer, Krebs, Tuberkulose, ob es da nicht auch eine sogenannte Geruchssignatur irgendwie entdeckt werden kann. Und weitere haben sich da dran gehangen im Reich der Mitte. Die Chinesen, die versuchen das jetzt elektronisch. Also ich weiß nicht, man kann wahrscheinlich diese Geruchsmoleküle auch irgendwie elektronisch entdecken oder identifizieren. Die versuchen so etwas jetzt auf elektronischer Basis herzustellen. Und die bauen jetzt da so eine künstliche Nase in den Pornohelm ein noch. Ach, herrlich. Ja, der Pornohelm, der war's. Ja, also ich find's toll, was so eine Krankheit, ja, die hat da diese besondere Geruchssensibilität, was die zutage fördert dann. Ja, ne? Das wollte ich gerade noch mal kurz thematisieren. Also es ist wirklich eine super Geschichte. Aber nochmal zurück zu der Krankheit, das muss ja auch richtig blöd sein, so eine Krankheit zu haben. Also es ist ja schon mit einem normalen Riechvermögen oft nicht so schön. Du meinst jetzt die Dame, deren Namen wir hier nicht nennen wollen. Also sie kann froh sein, dass sie nicht im Mittelalter gelebt hat, weil ich glaube, da wäre es noch weniger ein Spaß gewesen, wenn da mit sehr hoher Geruchsempfindlichkeit, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ich kenne das tatsächlich von Frauen, die das manchmal erzählen, entweder wenn sie schwanger sind, dass sie sehr durch die hormonelle Geschichte, die da passiert, dass sie sehr sensibel riechen, also nicht selber riechen, sondern riechen stimmt, können. Stimmt, ja. Und auch stillende Frauen und teilweise auch während der Tage, habe ich das auch schon mal gehört. Und ich stelle mir das immer nicht so schön vor, ehrlich gesagt. Auf einmal, denkst du, Gott. Es kommt darauf an, was du beruflich machst, würde ich sagen. Ja, aber auch so, auch im Alltag. Also wenn du wirklich so ein, wirst du damit nicht. Ein sensibles Riechorgan hast, also ja, also auf tatsächlich auf sensibles Riechen wird ja auch in der Gesellschaft wenig Rücksicht genommen. Ja, also da musst du durch. Ja, ich habe mal von irgendjemandem habe ich mal diese Geschichte gehört, dass die Person auch so sensibel war und die konnte so Putzmittel und sowas nicht riechen. Dann wurde der schwindelig, weil diese Düfte so, ich weiß nicht mehr, krieg das nicht mehr zusammen, aber ich habe immer nur gedacht, ja, das ist so völlig, diese Übersensitivität, die ist ja gar nicht schön. Ob das jetzt hier zu was Gutem führt. Nee, schön ist das nicht. Ich möchte so eine Nase nicht haben. Wobei die Hunde, die wirken ja immer ganz glücklich mit ihrer Hundenase, ne? Ja, aber die wälzen sich auch in Scheiße. Oder riechen sich zur Begrüßung am Hintern. Da bin ich ja auch froh, dass wir Menschen das so machen. Die haben da wahrscheinlich irgendwo eine tiefere Latte gelegt, was so Geruchs. Es gibt ja so Spürhunde für alles. Also auch so von Drogen bis Sprengstoff und Krankheiten. Also auch Corona gibt es ja auch Hunde, ne, die dann Corona riechen können. Das geht ja in die gleiche Richtung, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, der Geruchssinn von Hunden ist ja deutlich stärker oder deutlich besser ausgeprägt als von Menschen. Schon mal im Normalfall, jetzt mal so hypersensibel ausgenommen. Bei der Autobahngeschichte von vorhin hatten sie auch einen Hund dabei, weil irgendwie angeblich noch ein Messer im Spiel sein sollte. Hat der Hund direkt geschnüffelt, war aber nichts. Ja, also Kriminalfälle
Drogen, Waffen, weißt du, der Hund alles. Das, der Hund schnüffelt alles. Der Hund hätte das Messer erriechen sollen. Ich habe die Details. Wir hatten doch den Hund mal in einer Folge. Der Praktikant vom WDR hatte leider wenig Zeit und hat das jetzt nicht weiterverfolgt. Aber erinnert ihr euch nicht, wir hatten doch in einer Folge den Hund, der Datenträger erschnüffelt. Ja. Das hast du, glaube ich, Prollo. Oder ich meine, du warst das, weil du unser IT-Experte bist neben dem Rotlicht. Unser It-Boy. Ja, aber ja. Wie riecht ein Messer im Vergleich zum 12er Schlüssel? Naja, je nachdem, was du davor mitgeschnitten oder gestochen hast. Ne? Ja. Also, genau. Na, im Zweifel ist Blut dran. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja. Der Beef, genau. Ja, und so Drogenhunde. Ne? Ja. Alles da. Ja, da rümpfe ich die Nase. Der Hund. Der Hund. Ja, der jetzt Hund. Suche ich hier händeringend nach einer Überleitung, gelingt mir nicht. Wir könnten einfach mal spaßeshalber, das ist jetzt keine wirkliche Geschichte. Du könntest ja näseln sprechen. Ah, der war auch schlecht. Oder, ich weise einfach nur, weil wir ja hier den Rheinherr, so haben wir ihn genannt, Rheinherr hatten, der besagter Journalist unter anderem für Geo ist. Da habe ich hier in der Geo online gefunden, die haben die schönsten Bilder vom Comedy Wildlife Award da veröffentlicht. Und das würde ich einfach gerne in unsere Shownotes packen, deswegen erwähne ich es hier. Also das kann man jetzt schlecht, das vertonte Foto des Jahres wird immer komplizierter, aber die haben dann halt hier einfach so lustig guckende Tiere oder sowas prämiert. Ja, aber das oben mit den Kängurus, das fand ich vor allem gut. Ja, so ein Känguru schleudert das andere durch die Gegend. Sieht fast aus wie aus den Känguru-Chroniken, keine Ahnung. Ja, stimmt, hast recht. Oder hier ist ein irgendwie so ein Vieh, was so High Five macht. Oder die Drückerfische, die sehen auch immer lustig aus, die können aber ziemlich böse beißen. Ich bin mal so einem begegnet. Das Foto des Jahres ist aber ein ganz anderes geworden, wenn ich mich täusche. Ja, das ist, glaube ich, hier die Auswahl, ne? Aber das sind halt auch so lustige, hier so ein abstürzender, was ist das, Gepard oder was? Oma. Kann das so schlecht von der Seite, aber das hier sieht auch witzig aus, das Zebra. Das fliegt auf die Fresse gerade. Ja, das sieht aus, ob das hinten rauspupst und dann vorne auf die Nase fällt. Armes Zebra. Also das ist jetzt für die Zuhörer besonders, deswegen, gut nachzuvollziehen, die schönen Fotos. Es ist schwierig, hier ein Foto vom Beef und seiner Frau. Ja. Nein. Hör mal, sind das Seeelefanten? Nee, Robben. Das sind Seelöwen, glaube ich, oder? Sag mal, ich muss mal jetzt. Seeelefanten, doch, Seeelefanten. Ich muss zu den Seeelefanten mal was loswerden. Kennt ihr euch ein bisschen aus? Der Ben ist ja Elefantenfan. Kennst du dich auch mit Seeelefanten aus? Gehören die auch zu deinen Lieblingstieren? Nur wenn sie Bier trinken. Genau. Nur wenn man auf ihnen reiten kann und Bier trinken kann. Nee, Seeelefanten, ich glaube in Georgien, Südgeorgien irgendwie, da gibt es irgendwo eine Küste, da treffen die sich zu Tausenden zur Paarungszeit und der männliche Seeelefant, der hat immer, oder wenn er gut ist, dann hat er einen Harem, ne? Dann hat er so einen ganzen Strandabschnitt hat er für sich und da sind weiß nicht wie viele, also da sind 50, 60, 70 Mädels oder so, ja, und er liegt da, der Seeelefant, und jetzt, weshalb ich das jetzt bringe, sorry, weil ich musste so lachen, wisst ihr, wie dieser Chef des Harems, dieser riesengroße, fette Seeelefant, wie der genannt wird, der einen Harem hat. Der Seeelefant? Boss Seeelefant? Nee, das ist der Strandmeister. Das fand ich so geil, das ist der Strandmeister. Und der Strandmeister wird dann immer mal herausgefordert, dann kommt so aus dem See so ein anderer Seeelefant angerobbt und dann baut er sich da auf. Die sind ja ganz schön groß, wenn die sich da mal aufbauen. Ja. Das ist ja die nächste Beleidigung für den Sylt-Urlaub. Ja. Ey, Strandmeister, komm mal her. Hier ist noch ein schönes Foto vom Prollo auf seinem Weg zur Arbeit. Ja. Wenn er morgens läuft und wenn er es besonders eilig hat, dann springt er auch gern mal zur Arbeit. Also ich finde die Fotos wirklich, wirklich super. Das sind hier bestimmt 20, 30 Stück. Ganz lustige, possierliche Tierfotos. Und da wir auch ein tierliebender Podcast sind, sei es jetzt einfach nur erwähnt. Oh, das ist auch cool. Das sieht so aus, als ob der Lachs dem Bär ins Ohr fliegt. Das ist geil. Verfehlt. Liebe Hörende. Der schreit auch noch so. Gebt uns bitte ein Feedback, welches Bild euch am besten gefallen hat. Ja, das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Also wir kriegen ja immer reichhaltig Feedback. Deswegen, wenn es diesmal ein Feedback gibt, dann sagen wir auch, was euer Lieblingsfoto ist. Wir werden den Artikel verlinken. Eigenen festangestellten Feedbackbeauftragten in Vollzeit. Ja. Und dafür gibt es im Gegenzug auch ein paar Tipps für zu Hause, wenn der Nachbar, der alte Spanner, mal wieder die Drohne auspackt, die er zu Weihnachten bekommen hat.
Was denn? Nee, also ich wollte sagen, ich hätte noch einen Hauptpreis. Wir können ja ein paar Kronkorken, die Ben nicht braucht, die können wir dann als Hauptpreis ausloben quasi. Genau. Ja. So, Drohnen. So, die Drohnen. Wer kennt das nicht? Man sonnt sich im Garten. Wer kennt das nicht, ja. Oder man kennt das ja. Ja. Und plötzlich ein Surren, ja, also der stellst dir vor, sag mal, du als Frau, bei sonnigem Wetter liegst du schön im Garten und plötzlich surrt irgendwo was und dann siehst du, da schwebst ein paar Meter über deiner Liege eine Drohne. Ja, gehst natürlich sofort mal auf die Straße, was die Scheiße soll, und dann stehen da drei Typen. Einer hat eine Fernbedienung in der Hand und ist auch zufällig der Nachbar. Und ja, dann fragst du ihn, was soll die Scheiße hier? Ja, die Drohne mit Kamera, ja. Und ja, am Ende Unterlassungserklärung, ja, und wird aber erstmal abgewiesen, weil das sei ja auch nicht seine Drohne gewesen und überhaupt, und das würde er nie tun. Und am Ende, aus diesem Beispiel, was ich hier zitiere, gab es tatsächlich Klage, und der Klage wurde stattgegeben. Also keine Drohnen über das Grundstück fliegen. Denn der höchstpersönliche Lebensbereich ist verletzt und Persönlichkeitsrechte, ne, sind nicht ganz so unwichtig. Auch wenn du deine Drohne gerne fliegst, die kannst du halt auch woanders fliegen. Aber war das in Deutschland? Das war in Potsdam, Amtsgericht Potsdam. Ich dachte, in Deutschland 2015? Darf man eh nicht über Wohngebiete fliegen und so weiter. Ja, 2015 war das, glaube ich, noch nicht so weit. Das ist relativ frisch, die Regelung. So, jetzt sind wir aber in Riesa, das klingt nach Osten. Von 2019 ist hier ein Urteil des Amtsgerichts. Zum Glück ist Potsdam nicht im Osten. Da kam nämlich auch die Drohne angeflogen. Du sitzt da im Garten mit ein paar Leuten und Kinder und fliegt da die Drohne rum. Und was machst du? Holst das Luftgewehr, zack, zack, runter. So. Der Drohnenbesitzer entsprechend sauer, wenig begeistert. Prozess am Hals. Es kam auch zum Prozess. Aber der Schütze wurde freigesprochen. Denn nachdem er durch lautes Rufen erfolglos versucht hatte, den Piloten zu vertreiben, hielt das Gericht letztendlich diese Verteidigungshandlung mit der Wumme für gerechtfertigt. Es handele sich um die Abwehr einer Drohnengefahr. Und der Drohnenpilot hatte sich tatsächlich auch strafbar gemacht. Weswegen? Kameradrohne? Aufzeichnen der Person. Persönlichkeitsrechte. Ja. Kinder? Genau, also auf ungewollte Bildaufnahmen. Und das Interessante ist, man kann ja, ihr seid ja alle Juristen teilweise hier, also am Ende kannst du nicht einfach auf die Drohne ballern. Da gibt es schon ein paar wichtige Voraussetzungen, die halt alle erfüllt sein müssen. Du musst erstmal in die Luft schießen. Genau, ja, genau, du musst die Drohne erstmal verwarnen. Erstmal warnen, genau. Und ganz wichtig, es dürfen halt auch keine milderen Mittel zur Verfügung stehen. Ja, wenn der Typ jetzt mit der Fernbedienung neben dir steht, kannst du auch nicht auf den schießen. Dann ist der, das ist korrekt. Dann korrekt, geht, muss genau. Er die Drohne nicht kaputt machen. Man kann auch den Typen mit der Fernbedienung abschießen. Finde ich völlig nachvollziehbar. Oder einfach mit der Finger im Kopf ziehen. Ja, oder Finger brechen. Ja, aber eigentlich ist es doch so, die logische Folge der privaten Drohne ist das private Flugabwehrgeschütz, oder? Also die private Flak, die ist wahrscheinlich demnächst auch im Baumarkt zu kriegen. Ja. Also genau. ich finde es nachvollziehbar. Da musst du aber ein Warnschild aufhängen. Achtung, Flak. Ja, du musst vielleicht, legst du noch ein Megafon zu, um das mildere Mittel zu wahren. Also machst dann so mal ein paar Ansagen ins Nirgendwo und dann wird die runtergeholt. Wobei ich das schon nachvollziehen kann. Also ich hätte auch jetzt nur eine mäßige Begeisterung. Also das würde mich ja noch, also wenn du jetzt in deinem eigenen Garten oder auf dem Balkon hockst oder sonst irgendwie, keine Ahnung, und kannst da machen, was du willst, was ja auch erstmal prinzipiell okay ist, wenn dann irgendwie einer mit seiner Drohne um die Ecke gedüst kommt und idealerweise da auch noch Foto- oder Filmaufnahmen macht. Ne? Also ich meine, die Frage ist ja bei dem Anfang, da waren ja drei Typen, die da bei dieser Drohne waren. Der eine hat die Drohne gesteuert, der hatte die Hände an der Fernbedienung, und die anderen beiden, wo hatten die ihre Hände, als sie da die Kamera über die geflogen ist. Ja, der eine schnäuzte den Kasper und der andere pellte sich die Wurst. Also, ich meine, das ist genau irgendwie. Ja, ich mit bin der Glatze, mit der Glatze. Ihre Pimmel in der Hand hatten, dann finde ich das irgendwie zäh. Ne? Also, ja, selbst wenn nicht, Beef, ich bin ganz auf deiner Seite. Ich finde, ich habe das mal bei meinen Eltern gesehen, ja. Das ist so vom, habe ich im Garten gesessen und ein paar Gärten weiter, also der flog nicht über dem Garten meiner Eltern. Da flog so eine Drohne, und das ist so, sind so diese Gärten, man kennt das ja, ne? Wie würde der Prolle sagen, ja, so Mauer an Mauer, und dann sind, ne, so, hat so jeder so seinen Garten, seinen Streifengarten. Und also ich finde es nicht witzig. Also wenn du da irgendwie, ob du am Balkon sitzt, einen Kaffee trinkst oder dich sonst dort draußen im Garten, ist scheißegal. Also irgendwie finde ich, hat so ein Ding da oben nichts zu suchen. Du weißt ja auch nicht, hat der eine Kamera oder nicht.
macht der Fotos oder nicht. Ganz ehrlich, dann ja, Kamera ins Auto packen. Wenn der jetzt einfach nur hochfliegt und so eine Panoramaaufnahme macht, dann wirst du wahrscheinlich kaum was dagegen machen können. Das ist ja die Panoramafreiheit und wie das heißt. Das war übrigens tatsächlich auch ein Teil der Urteilsbegründung, weil das Grundstück von dem, der da abgeschossen hat, war wohl so ein bisschen eingefriedet, ja, sodass eben klar hätte sein sollen, dass der es auf Ruhe anlegt. Ja, wenn du jetzt irgendwie zur Straßenseite die Drohne abschießt, da kannst du dich schlecht darauf berufen, auf Schutz der Privatsphäre, weil da eh jeder gucken kann. Mhm. Aber wenn offenbar erkennbar war, dass die es gerne ein bisschen ruhiger haben, war halt also auch durchaus ein Kriterium. Ja, und mit der Panoramafreiheit, ich glaube, du hast es ja auch am Anfang mal gesagt, Ben, ich habe damals tatsächlich mal irgendwie ins Gesetz geguckt und es gibt für Wohngebiete da Regelungen und da steht nicht irgendwie drin, dass du da keine Bilder machen darfst oder so, sondern da geht es tatsächlich darum, ob du überhaupt da fliegen darfst. Und da kommt es auch auf die Größe und das Gewicht und weiß nicht was der Drohne an. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber so ohne weiteres, wenn du mitten in so einer engen Nachbarschaft bist, wo halt auch Leute logischerweise in ihrem Garten oder am Balkon sitzen, so ohne weiteres darfst du da nicht rumfliegen. Es ist super. Ich hab mich sogar lizenziert, weil ich mir mal eine Drohne kaufen wollte. Ich fotografiere auch gerne. Ich bin sogar zugelassen als registriert als Drohnenpilot, habe aber keine. Das Gewicht hat, glaube ich, nur was zu tun mit dieser Registrierungspflicht, Versicherungspflichten und wenn sie runterfällt. Du musst halt ein Kennzeichen, musst du da dran machen, du hast dann so eine Registernummer und so weiter, wenn sie runterfällt, damit du notfalls Schadensersatz zahlen kannst. Aber das Fliegen, wollte ich nur sagen, das Fliegen, das ist vor ein paar Jahren massiv eingeschränkt worden in Deutschland. Und ich meine, du darfst gar nicht mehr in Wohngebiete fliegen. Du darfst auch nicht natürlich in so Flugbereichen und Militärgebieten und so. Ist ganz, ganz schwierig, da richtige Strecken zu finden. Ja, auch so über Verkehrsanlagen oder Verkehrsanlagen, ganz gar nicht, ne? Also so von Bahnhof bis Autobahn darfst du nicht. Und ich glaube im Prinzip, also hat ja so mehrere Aspekte, ne? Auch mit diesem Panorama. Ich meine, wer sagt dir denn, es gibt heute so hochauflösende Kameras mit solchen Telemöglichkeiten, da bist du 300 Meter über dem Links und kannst sehr genau Detailaufnahmen machen und sowas. Und dann ist ja die spannende Frage, was machst du da mit den Bildern oder mit den Filmen? Und das ist ja eben der Punkt, darum geht's ja. Ne? Und also von daher, ich finde das auch schwierig, ich finde das hier ganz, ganz witzig irgendwie gemacht und dass die da dann irgendwie so ein bisschen dann auch nachbarschaftlich und der eine dann direkt das Luftgewehr rausholt, das käme mir jetzt als allererstes in den Sinn, muss ich gestehen, zumal ich aber auch einschränkenderweise sagen muss, ich habe kein Luftgewehr, das macht es dann noch mal schwerer, aber ja, wie gesagt, finde das also schon. Ein Kotelett schmeißen, genau. Ja. Oder ein Fußball. Das habe ich jetzt gesehen bei irgendeinem Video. Da flog so eine Drohne über ein Stadion und der Torwart, der war dann da genervt und hat ja relativ geil von unten den Ball so, ich glaube, geworfen nach oben und hat die Drohne damit auch recht heftig getroffen. Aber abgestürzt ist sie nicht. Ne? Ja. Die haben ja schon geile Stabilisatoren und so weiter. Die ist so ein bisschen ins Trudeln geraten, hat sich dann aber wieder gefangen. Aber ich glaube, der hat sich dann verkrümelt. Aber ist schon Also abschließender Tipp, wenn ihr den Drohnenpilot kennt, vielleicht einfach erstmal mit dem reden. Verrückt. Ja, wenn das nicht hilft, Unterlassungsanspruch und ansonsten zur Wumme greifen. Luftgewehr. Ich als Cowboy schieße eigentlich lieber. Ja. So, also ich wäre auch auf jeden Fall eher der die Drohne runterholt, als der sie hochfliegt. Ja. Also in Texas würde ich das auch so nicht probieren. Ja. So, noch eine Runde Bier, wo wir gerade so feuchtfröhlich werden. Was hätten wir da noch im Angebot? Also ich hätte noch im Angebot, das habe ich hier in meiner kleinen bayerischen Tasche. Auch kühl, aber sehr groß, da könnten wir auch nur... Drohnenberger Hopfenschüttler. Nee, ich habe gedacht, letztens... Du hast aber auch, was ist denn das für so eine... Das ist Altenmünster Winterbier, weil ja jetzt Winterbier, dunkel wird es auch. Das habe ich dann eben erst gelesen, dass das dunkles Bier ist. Ich mag ja nicht Winterbier, so gerne dunkles Bier. Was hast du denn erwartet? Ja, muss ja nicht helles Winterbier. Aber das ist eine ganz schöne Flasche. Australien. Ich hole mal zwei raus und die anderen kann der Beef dann hier in Verwahrung nehmen. Ich habe natürlich vier dabei, aber die sind sehr groß. Mhm. Und wenn ihr mögt, können wir die auch mit dieser schönen Fump-Vorrichtung. Das ist ja ein ganz anderer Tonfall gewesen. Das war unterschiedlich. Meinst du, war eine Spur tiefer, meine ich. Eine Vierteloktave. Tja. So, ich schenke mal. Ja, Fumpe, bitte. Oh, das gluckert auch schön. Also ich kenne diese Marke nur aus dem
Supermarkt. Da steht die manchmal rum. Habe aber keine Ahnung, ob das was taugt. Und wie gesagt, dunkles, braunes Bier ist eh nicht meins, aber für den Podcast. Machst du alles, ne? Prost. Wohl sein. Prost. 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 Ja, geht. Nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich sagen. Aber besser als das Schlenkerler. Ja. Nur damit das auch nochmal erwähnt ist. Also da muss ich sagen, ist die Drachenfelser Bremsspur definitiv besser gewesen. Ja. Ja, die fand ich eh ganz, ganz süffig. Also was wir hier hatten, schmeckte beides fast identisch. Ja, den Apfel habe ich jetzt nicht so rausgeschmeckt, nee, aber war sehr, sehr süffig. Und ich glaube, das ist hier, was du da hast, ist noch normal. Wie es war, eine Spur frischer noch irgendwie, fand ich. Aber ja, das kann ich mich auch täuschen. Im Abgang würde ich auch sagen, das Wies wäre es. So. So, wenn jetzt hier schon Bremsspuren sind. Ich habe jetzt hier auch was. Bremsspuren gibt es ja auch in Hosen. Also ich habe jetzt hier, ich lese mal die Überschrift vor. Vielleicht kommt ihr ja drauf, woran es liegt. In einem Minenschacht gefundene Hose wurde für $87,000 versteigert. Die erste Levi's. Noch andere mal Anmerkungen? Das ist wahrscheinlich richtig, so wie der das sagt. In einem Minenschacht. Minenschacht, genau. 87.000. Vielleicht auch von irgendeinem berühmten Goldgräber. Vielleicht ist ja beides, also ihr seid, die Mischung aus beidem macht es tatsächlich. Also es ist tatsächlich eine alte Hose. Also es gibt, das habe ich jetzt auch gelernt durch diesen Artikel, es gibt Jeans-Archäologen. Also Leute, die quasi alte Jeans suchen und idealerweise auch finden. Und hier geht es um eine Hose, die tatsächlich in einer alten Mine gefunden wurde und das auch eine alte Hose ist. Die ist dann tatsächlich für $87,400, um genau zu sein, ist die versteigert worden. Sie stammt wohl aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, wie vom Wall Street Journal berichtet wird. Und ja, wie gesagt, die beiden Käufer sind handeln tatsächlich auch mit gebrauchter Kleidung und hoffen halt, dass hier quasi dann vielleicht auch irgendeine Berühmtheit, also sie können sich jetzt hier sehr gut Johnny Depp oder Jason Momoa in dieser Buchse vorstellen. Wobei ich jetzt glaube, Johnny Depp und Jason Momoa haben eine andere Bundweite. Also ich, wenn ich die so als Schauspieler so richtig vor dem Auge habe, also Jason Momoa hat mal, ich glaube, die Hauptrolle in Aquaman gespielt und Johnny Depp spielt sich ja im Großen und Ganzen meistens selbst so, mehr oder weniger. Also irgendwie ein bisschen entspannt. Naja, wie dem auch sei. Die Hose weist wohl auch Gebrauchsspuren auf und sind abgewetzt, mehrere Löcher geflickt. Hosebeine sind mit Wachskerzen besprenkelt, die Minenarbeiter wohl genutzt haben. Aber wohl ein ganz wesentlicher Hinweis ist tatsächlich, ein Aufdruck an der Innenseite der Hosentasche. Da steht, the only kind made by white labor. Das ist also das Einzige, die von Weißen oder die Einzige, die von Weißen hergestellt wird. Und der wurde ab 1882 bis in die 1890er Jahre bei Levi's verwendet. Heute aus Gründen nicht mehr. Der auch so ein bisschen auf den rassistischen Teil der Geschichte der USA verweist. Genau, also das ist, wie gesagt, fand ich ganz spannend, dass diese Hose dann wohl auch wirklich eine längere Geschichte hat. Und mich würde vor allem die Geschichte interessieren, warum so ein Typ, der da in der Mine arbeitet, auf die Idee kommt, sich die Hose auszuziehen und die da hinzuschmeißen. Vielleicht ist er da krepiert und man hat sie dann dem Skelett abgezogen. Genau, das ist zum Beispiel abgezogen, gut möglich. Ja. Genau. Es sind nicht nur Sneaker, sondern damals wurden schon Hosen abgezogen. Also es kann auch sein, dass die, also gefunden ist die Hose von einem selbsternannten Jeans-Archäologen, der nennt sich in dem Fall Michael Harris. Und der gräbt in alten Minen in Kalifornien, Nevada oder Arizona mit Pickel und Schaufel nach Jeans. Tatsächlich auch, ganz explizit. Ja, gut, dann also ist scheint das ein häufiges spezielles Profil. Ist, ja. Das scheint dann schon auch was zu sein, was dann regelmäßig passiert ist. Aus welchen Gründen, da könnte man sich natürlich ein paar überlegen, aber wie gesagt, das ist ja, vor allen Dingen, ja, aus welchen Gründen und also die näheren Umstände wären schon interessant, weil, also wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich nehme so eine Jeans, grab ein Loch, schmeiß die rein, buddel's zu, ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Jeans irgendwie auf Dauer zersetzt wird.
In so einer Mine sind jetzt natürlich andere Umstände, aber ob da tatsächlich... Vor allen Dingen in Kalifornien, Nevada und Arizona, das sind, glaube ich, ja auch so mit die trockensten Staaten in den USA. Ja, aber so eine Mine, weiß der Teufel, wie da die Bedingungen da unten sind. Aber die, es wäre tatsächlich interessant, sind das Jeans, die da so rumfliegen, weil die Typen sich da unten dauernd umgezogen haben? Oder ist es tatsächlich so, dass die mit der Jeans da krepieren und aus irgendwelchen Gründen der Mensch, der wird ja auch zersetzt. Mhm. Wird er dann in der, zersetzt sich in der Jeans, aber die Jeans bleibt da? Also das ist alles irgendwie, da, also die Umstände wären echt interessant. Mhm. Aber das ist... Trotzdem ist es sau interessant, dass es sowas wie einen Jeans-Archäologen gibt. Also. Genau, also das fand ich auch so ein bisschen putzig. Und es gibt auch, also insofern bist du auch mit der Sammlung deiner Kronkorken in bester Gesellschaft. Es gibt halt auch Jeans-Sammler. Also hier ist dann auch einer, der eine Hose schon vor ein paar Jahren für $23.000 gekauft hat mit, er sagt selbst, er hätte wohl die beste Jeans-Sammlung der Welt außerhalb des Levi's-Museums. Also das, Levi's selbst hat dann ein entsprechendes Museum. Aber wie gesagt, das ist, fand ich... Schräg. Also wie gesagt, Dinge, auf die man so nicht unbedingt kommt. Und aber ich gebe dir völlig recht, die Frage stellt sich natürlich, wie kommt die Hose dahin? Also hat das einen normalen Grund, dass die irgendwie dahingeschmissen wurde, vergessen wurde, weil der Träger sie nicht mehr brauchte, weil er den riesen Gold-Nugget gefunden hat und gesagt, jetzt scheiße ich auf die Jeans, hier auf die Gammelige, das ist für mich ein Zeichen der Unterdrückung. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht haben die ja mehrere Jeans dabei und die werden dann nass. Und dann ziehen die halt die nasse aus und ziehen sich eine trockene vielleicht, an vielleicht, und hängen die da irgendwo auf einem warmen Stein zum Trocknen. Vielleicht haben die da auch früher teilweise so ein bisschen gelebt. Also sicherlich nicht monatelang, aber vielleicht sind die Arbeiter darunter und waren da, keine Ahnung, mal 2 Wochen am Stück. Und dann hast du natürlich ein paar mehr Klamotten mit. Ja. I don't know. Nur mal so. Gerade. Wäre ja mal für entweder Zuschauermitschriften, vielleicht haben wir unseren Podcast-Hörern jemanden, der sich in der Jeans-Archäologie ganz gut auskennt und da vielleicht noch was Wissenswertes zu beitragen kann. Vielleicht ist das ja sogar was für Geo. Ja, nächster Titel. Naja, ist auf jeden Fall, ich sag mal, im weitesten Sinne Populärkultur. Oder schon, also in den USA ist das ja schon 130 Jahre, das ist schon eine Geschichte. Also das ist schon Vorzeit, fast schon Steinzeit. Frühzeit, ja, genau. Nee, aber wie gesagt, also ganz spannend und eben auch dieser Hinweis auf diesen rassistischen Teile, das ist damals wohl auch, da ist tatsächlich wohl auch ein Gesetz erlassen worden. Das nannte sich seinerzeit der Chinese Exclusion Act. An den chinesischen Arbeitern, dass also quasi nicht die USA betreten werden durften und sowas. Da ist also auch seinerzeit ein Gesetz entwickelt worden, das immerhin bis 1943 wohl in abgeschwächter Form galt. Aber ist das jetzt gut oder schlecht, dass die von Weißen produziert wurde? Also ist es gut, weil man sagt, hier keine Sklavenarbeit, oder ist es auch wieder so diese Meta- rassistische Ebene, so nach dem Motto, die Jeans ist so toll, weil sie eben nicht von Schwarzen, ja? Ich würde fürchten, Letzteres eher, also in diese Richtung geht's wohl, dass man einfach da ein Qualitätssiegel, es ist von Weißen gemacht, deswegen ist es gut. Tja. Also aber wenn der Trump jetzt von dem Gesetz gewusst hätte, der hätte es wahrscheinlich wieder eingeführt. Er hätte es wahrscheinlich zu Ende gelesen, weil es war mehr als ein Dreizeiler, fürchte ich, wie die meisten Gesetze, das ist ja sein Problem. Oder eines seiner Probleme, es gibt ja da eine ganze Vielzahl. Und es stand auch nirgendwo in dem Gesetz Trump drin. Also angeblich will er immer auch seinen Namen lesen, damit er überhaupt nicht das Interesse schon nach dem zweiten Satz verliert. Ja, aber er hätte es ja dann unterschrieben, dann hätte es drunter. Das ist wohl wahr. Hier, das ist ganz tricky gemacht, also das ist ein Artikel aus dem Spiegel und da ist aktuell auch eine Anzeige von Calcedonia. Die haben Paulina Rojinski als, ich sag mal, Kleidungsmodel. Da wäre Trump mit Sicherheit dran geblieben an dem Artikel, weil sie zeigt ziemlich viel Bein. Ja, aber ohne Jeans. Ohne Jeans. Aber kannst du ja auch leisten. Ja, genau. Ja, Leute, ich habe ja am Anfang auch noch ein bisschen rumgeteasert. Und was habe ich gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie, wie man mit Filmzitaten Frauen aufreißt. Und insbesondere mit Filmzitaten eines irren Mörders sehr erfolgreich bei Tinder unterwegs sein kann. Da bin ich einfach dran hängen geblieben, eine Geschichte, die im Stern Anfang des Monats gelaufen ist und berichtet von Ethan Kaiser aus New York, der offensichtlich bei Tinder unterwegs war und irgendwie so ein bisschen genervt war, dass man da halt sehr viel Aufwand betreiben muss, um irgendwie ein bisschen Erfolg zu haben. Und dann hat er sich gedacht, offensichtlich ist er da technisch bewandert, ich schreibe einen Chatbot.
und hat sich also einen Chatbot geschrieben und den Chatbot, damit er auch ein bisschen Futter hat, hat er mit Filmzitaten von drei Figuren gespeist. Der eine Figur war James Bond, eine Figur oder ein Charakter war Kevin Hart, dieser Comedian, der in vielen, ja, eher seichten Filmen mitspielt. Und ein Charakter war, wie heißt er denn? Bateman, Christian Bateman? Jason Bateman. Jason Bateman, also von American Psycho. Jason Bateman, ich meine Jason. Und der hat am besten gezogen, ja? Und der hat Patrick Bateman, so. Sag ich doch. Ja. Patrick Bateman. Hans-Dietrich Bateman. Dem irren Frauenmörder aus American Psycho. Also das Programm, was mit seinen Zitaten gespeist war, hat am besten gezogen. Dann hat er das Ding auf 60.000 Frauen in New York losgelassen und hat tatsächlich 4.500 Flirts, also gegenseitige Bestätigung, und dann steigst du halt in so einen Chat da ein. Also fast 10% Erfolgsrate gehabt und ja, hat das dann auch öffentlich gemacht. Dadurch weiß man davon auch, gibt ein Video bei TikTok und bei YouTube, die ich mir jetzt nicht angeguckt habe. Ich habe mir das hier nur durchgelesen. Und witzig ist, dass das am Anfang so ein bisschen schiefgelaufen ist. Also er hat zum Beispiel am Anfang das mal hier öffentlich gemacht. Am Starttag des Programms lief es so ganz gut. Er hat viele Konversationen gestartet und dann hat eine Frau oder auf die Standardfrage von Frauen, was tust du so? Ich weiß nicht, WhatsApp oder sowas vielleicht auf Englisch, hat er dann das Zitat gebracht, ich beschäftige mich meist mit Morden und Hinrichtungen. Ja, wobei, dann wurden die Chats halt abgebrochen, dann musste er da ein bisschen nachsteuern. Das heißt, er eine spitze Zielgruppe. Ja, dann hätte er sich auch vorher denken können, oder? Nein, das ist ja eine KI, also der musste ja anlernen, also der hat jetzt keinen festen Plan, sondern hat er eine KI programmiert, die selbst lernt und sich halt aus diesem Pool bedient und hat, ich weiß nicht, wie er dann hat das halt ein bisschen nachgesteuert. Und dann ist hier ein Beispiel für so ein Chat, ja. Sie, triffst du jemanden? Und dann der Bateman-Bot, vielleicht, ich weiß es nicht genau. Sie, also siehst du jemanden? Und dann der Bateman-Bot, nicht wirklich. Möchtest du wissen, was ich mache? Ich arbeite an der Wall Street bei Pierce & Pierce. Hast du davon gehört? Sie, nein, bisher nicht. Bateman-Bot, wusstest du, dass Ted Bundys erster Hund ein Collie den Namen Lassie hatte? Und so geht das dann halt immer weiter. Und die Frauen fanden das irgendwie ganz, ganz cool. Und das Witzige ist halt, dass der Bateman-Bot am erfolgreichsten war. Und das hat er dann versucht irgendwie zu analysieren, warum hat der Mörder, der immer so doppeldeutig, also der Witz ist, die ganzen Kommentare von denen sind recht doppeldeutig. Kann man in die eine wie in die andere Richtung interpretieren. Hatte deutlich mehr Erfolg als James Bond zum Beispiel, weil der James Bond, und das ist seine Erklärung, in den Filmen ist er ja schon so attraktiv, der wird ja die ganze Zeit, dem fallen ja die Frauen schon vor die Füße, der muss ja gar nichts machen. Das heißt, besonders eloquent ist der nicht, der sagt, gerührt, nicht geschüttelt, und dann liegt die schon nackt im Bett und dann wird geschüttelt. Ne? Ja, dann wird abgeschüttelt. Und insofern, ja, das ist, hat er keine besonders raffinierten Dialoge in Person, in Richtung der Frauen zu bieten. Und dieses Raubtierhafte, was der Bateman da an den Tag legt, das kam wohl am besten an, ne? Weil es halt auch nicht so wie beim ersten Versuch, ne? Ich beschäftige mich mit Morden und Hinrichtungen, so ein bisschen doppeldeutig eben war. Und warum der Kevin Hart jetzt nicht gezündet hat, das weiß ich nicht genau, das steht hier leider nicht, aber er war wahrscheinlich zu albern. Ja, wer hätte besser Jonathan Hart genommen? Ja, vielleicht. Oh, naja, aber wie Senioren Tinder dann, glaube ich. Wie geil das ist, wie oberflächlich mit einem Chatbot dann da einfach, ja. Tja. Also bei 300 Frauen, am Ende blieben 300 übrig, die dann tatsächlich auch nach wie vor ihn treffen wollten. Und obwohl das dann veröffentlicht hat oder bekannt gemacht hat? Nee, das hat er, glaube ich, dann, das hat er im Nachgang gemacht. Das lief ja alles, also das Programm hat das irgendwie in wenigen Tagen, also 60.000 Frauen, das hat eine riesige Durchsetzungsrate. Das schaffst du ja nicht mal da so. Aber das kann vielen IT-Lern Hoffnung machen. Ja.
Das erinnert mich an diese Kunstinstallation, die irgendwie auch Kritik an Tinder übte oder überhaupt an diesen Dingern. Und da war so ein Fleischlappen installiert, der einfach nur immer nach rechts wischte. Das war so ein Schnitzel oder irgend sowas, ne, um halt das Ganze zu kritisieren. Das in Kombination ist natürlich auch sehr effizient. Ja? Du legst ja halt den Lappen da auf, machst dann die KI und dann kannst du dich quasi jeden Abend mit irgendwelchen Leuten treffen und weißt du natürlich nicht, wie die Erwartungen so sind. Ja. Ja, aber ich fand es einfach witzig. Also diese Verknappung zeigt halt, wie oberflächlich sowas ist. Aber das hat natürlich alles seine Grenzen. Aber irgendwie eine witzige Idee. Also ich muss mal gucken, ob ich das Video auch finde. Dann kann man das ja auch irgendwie einbetten. Da hat er das alles noch so auch wohl recht suffisant erläutert und dargestellt. Sehr gerne. Apropos, ja so mal was ganz anderes. Cyrano de Bergerac-Variante, ne? Also so ein bisschen. Ja? Was ist das? Ach so, ja. Ja, ja. Also bei Cyrano de Bergerac, da gibt es auch ein amerikanisches Filmremake. Ich überlege gerade, wie der hieß. Das war eher so romantisch. Roxanne oder so ähnlich. Roxanne, genau. Mit Steve Martin. Ja, genau, ja. Sehr gut. Genau. Also letzten Endes geht es da darum, dass der Cyrano de Bergerac oder auch in der amerikanischen Version der Steve Martin, der spielt halt in dem Fall einen Feuerwehrmann, vorher ist es ein Edelmann, keine Ahnung. Der hat eine extrem große Nase und dadurch ist er halt quasi so ein bisschen. Wirkt er entstellt, ist er an sich gar nicht, aber wirkt halt so. Ne? Und, was guckst du mich so an? Ich weiß auch nicht, überlege gerade. Im französischen Original ist wirklich von Gérard Depardieu, da gibt es auch eine Version mit Gérard Depardieu. Genau, das ist also insofern. In der Nase eines und die Story erkennt man sein Depardieu. Die Handlung. Ja, genau. Die Handlung dreht sich halt letzten Endes darum, dass er entstellt ist und bei einer bestimmten Dame dann nicht landen kann und dass die aber einen anderen vorzieht, der jetzt einfach besser aussieht und er ihm dann in seiner Verzweiflung aber auch dann die Texte souffliert quasi. Und das ist tatsächlich. Teilweise, also in der amerikanischen Version nochmal deutlich witziger auch irgendwie und das ist tatsächlich schon sehr gut gemacht, aber egal, also führt jetzt auch zu weit und ich sehe schon, also ja, hier der Bot, der souffliert ja so, der übernimmt ja die Konversation, ja, genau. Insofern ist es ja eine sehr direkte Umsetzung. Spricht ja eigentlich für den Drehbuchautor von American Psycho irgendwie, ne, also insofern, dass der da entsprechende Dialoge in dem kreiert Film hat. Ist er doch auch so ein Frauenheld, der Typ, der ist doch schon durchaus erfolgreich bei den Frauen, oder? Ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber ja, wahrscheinlich eher durch die Worte, aber möglicherweise ist das Christian Bale, deswegen kam ich auf den Namen Christian, der Schauspieler spielt Christian Bale. Ja, nee, was ich ja noch ganz kurz einwerfen wollte, bevor Jason Bateman ist auch ein Schauspieler, den gibt's auch, Jason Bateman ist, glaube ich, ein Schauspieler. Ja. Ups. Ja. Und also, ist die Rolle, egal. Christian Bale ist der Schauspieler, der Patrick Bateman in American Psycho gespielt hat, aber es gibt auch einen Schauspieler namens Jason Bateman. Ja. Und sicherlich auch den anderen, den du da genannt hast. Jonathan oder was auch immer. Nee, der kommt von dir, der Jonathan, ist ja egal. Ja, gut. Was ich ganz kurz noch fragen wollte, weil das mir aufgefallen ist, jetzt in den letzten Tagen habe ich das Gefühl, allen Ortes kleben sich die Klimaaktivisten an irgendwas fest. Mhm. Was ist eure Meinung dazu? Das ist dazu? Aber doch schon seit ein paar Wochen so. Ja, ich, seit ein paar Wochen. Ich finde das ganz ehrlich für den Arsch. Wir sind ja alle irgendwie hier in der Runde, würde ich mal so behaupten, eigentlich ideologisch auf der Seite der Klimaaktivisten. Ja? Wir wollen ja auch das Klima quasi retten. Das mal vorweggeschickt. Aber mit solchen Aktionen bringst du die Leute, die du eigentlich gewinnen musst, um erfolgreich zu sein in diesem Klimakampf, ja, die bringst du gegen dich auf. Also ich habe da auch einen Beitrag gesehen, keine Ahnung, in Berlin und dann sind da die Leute kilometerlang im Stau, keine Ahnung, vielleicht irgendeiner verpasst sogar tatsächlich irgendeinen wichtigen Termin oder muss ins Krankenhaus oder sonst was. Was soll das? Du bringst die Leute gegen dich auf. Das Ziel, was die erreichen, meines Erachtens, erreichen sie gar nicht. Ja, und vor allem, was ich nicht verstehe, ist, dass die dann so irgendwelche Kunst schänden, also Tomatensuppe auf Van Goghs schütten. Was hat das denn, also ich habe es zumindest nicht verstanden, was hat das mit dem Klima, was hat der Van Gogh dem Klima angetan. Er hat Sonnenblumen gemalt. Der hatte doch immer ein offenes Ohr dafür. Ja, genau. Am Schluss. Leider, aber nur eins. Nur noch eins am Schluss. Ich Prollo, wenn wir dich nicht hätten, dann hätten wir keine blöden Sprüche. Nee, aber und dann habe ich so ein Video gesehen, da hat so ein Klimaaktivist, die Deppen, die haben sich auf der Straße festgeklebt und dann nehmen sie das, dieses Plastikdöschen und schmeißt das in den Gulli. Und ich denke, was bist denn du für ein Klimaaktivist? Ja. Klebst dich da auf der Straße fest und entsorgst die Plastikflasche ganz schnell in Gulli. Ja, das ist irgendwie für den Arsch. Das Ganze, die wollen Aufmerksamkeit.
Vielleicht sind auch tatsächlich ein paar Leute dabei, die wirklich überzeugt sind, dass sie damit was Richtiges tun, aber wahrscheinlich auch genug Mitläufer dabei. Also was mich wirklich am meisten nervt, ist, du bringst eigentlich das gute Ziel in Misskredit. Und das finde ich eigentlich schlimm daran. Also du musst eigentlich die Leute wirklich alle ins Boot kriegen und nicht gegen dich aufbringen. So ein bisschen RF-mäßig. Ja, naja, das ist halt jetzt gut, das, nicht zu vergleichen. Es gibt ja genug Leute, wenn du mal ab und zu Welt Online liest, die das erwarten, dass sowas passiert. Die haben auch angekündigt. Genau. Manche Aktivisten haben ja gesagt, die werden jetzt militant. Ja. Werden die Umwelt raff. Ja, aber ich meine, das löst das Problem, hat es noch nie gelöst, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und zweitens finde ich es halt auch schwierig, weil man dadurch immer das Ganze auch eben, also den Klimawandel in eine Ideologie-Ecke drängt. Und ganz ehrlich, es ist keine Ideologie. Es ist einfach eine Fakten passiert, dass der Klimawandel da ist und dass er im besten Falle noch eingedämmt oder gebremst werden kann. Und das hat mit Ideologie überhaupt nichts mehr zu tun. Ideologie bedeutet ja immer so sinngemäß, dass man meint, es wäre halt so, der festen Überzeugung ist, aber im Prinzip nicht das belegen kann. Das hat auch einen durchaus negativen Touch und das ist bei der Sache nicht der Fall. Deswegen finde ich das eher kontraproduktiv und man macht es dann den Kritikern und irgendwelchen Ministern, ich sag mal Finanzen, relativ einfach, da irgendwie einen Scheiß zu fabrizieren und das zu ignorieren. Und das ist leider doof. Und Reaktanz ist das Stichwort, ja. Also dieses, so nach dem Motto, du wirst hier wegen irgendwas gegängelt, was du machst, und dann machst du es natürlich erst recht. Ja, wer kleine Kinder hat, kennt es. Ja. Aber das ist ja halt auch so ein Phänomen, was man aus der Werbung kennt, ja, wenn irgendwas ein Produkt so in der Werbung dich so nervt, dann kaufst du es erst recht nicht. Ich verstehe halt den Zusammenhang nicht. Nee, also ja, auch wie gesagt, Tomatensuppe auf Van Gogh zu werfen, ist auch völlig hirnverbrannt. Oder sich an irgendeinem anderen, Picasso da geschändet festgeklebt und, so, ne, und sowas. Da drauf geklebt, was soll das? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich denn dieses Aufmerksamkeit-Heischende, das ist das Einzige. Aber dann mach das doch auf eine Art und Weise, wo die Aktion, die du machst, wenigstens noch in einem inneren Zusammenhang steht mit dem Ziel, was du erreichen willst, und nicht irgendein olles Bild da kaputt machen, was eigentlich ganz schön ist. Ich habe irgendwann mal in der Innenstadt irgendwie einen Aufkleber auf dem Auto gesehen. Schade, dass sie einen SUV fahren. Ja, das kann ja sein, aber das löst ja das Problem auch nicht, weil da wird sich einer ärgern, dass das Ding an seiner Scheibe klebt, und dann das hilft ja niemandem. Ja. Nee. Und es ist weder konstruktiv noch witzig. Ja, das mit dem Aufkleber, das ist ja noch harmlos. Da kann man ja noch sagen, das hat einen gewissen Witz. Das geht ja ums Prinzip. Ja, aber es ist ja noch besser, wenn diese Typen, das passiert auch regelmäßig, dann die SUVs abfackeln. Also was das für ein Ressourcenverbrauch ist, die Typen, die den Wagen verloren haben, warten auf die Versicherung, holen sich den nächsten SUV. Also das ist doch total geistesgestört. Genau, in Berlin tatsächlich, letztens schon vor ein paar Jahren, bin ich mit meinem Bruder, der wohnt ja in Mitte, sind wir da rumgelaufen. Ich glaube, das habe ich irgendwann auch mal als Startfoto für den Podcast benutzt, so ein ausgebrannter Porsche. Und da standen in Mitte mehrere dicke, fette Karren, alle ausgebrannt, so auf in den Parkbuchten noch. Gehört und in Berlin zum guten das Ton. Das erinnert mich an irgendwie so ein Meme, wo da irgend so eine Reporterin irgendwie was, so einen Typen interviewt, so hier mit irgendwas, ist wieder irgendwie Klimaprotest. Ja, finden Sie es okay, deswegen einen Mercedes abzufackeln? Der Typ so, das ist ein BMW. Und dann? Ja, aber ich meine, wie gesagt, sowas löst das Problem, es zieht die Gräben nur tiefer. Also ich glaube, das ist ja, und es bringt, glaube ich, tatsächlich, wie der Sammer sagt, das, von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ich bin ja das beste Beispiel, es bringt die Leute gegen dich auf, die eigentlich dein Ziel unterstützen. Oder unser Ziel. Ist ja nicht ein Ziel, ist ja keine ideologische Sache, wie du gesagt hast, sondern es ist ja, sollte ein gemeinsames Ziel sein, aber das bringt ja dann nichts, da irgendwie so spalterische Aktionen zu machen. Klar, es ist PR, aber trotzdem. Ja, aber nicht jede PR ist gut. Also das muss man halt auch so sehen. Also von daher, nee, das ist. Ja, vielleicht einfach mal den Kleber im Mäppchen lassen und nicht sich irgendwo fest. Ich frage mich eh, was ist das für ein Kleber, der so schnell da, das kann ja gar nicht sein. Wahrscheinlich ist das am Anfang alles auch nur gespielt. Letztens haben sie sich auch im, das jetzt noch als letztes dazu, haben sich im Autosalon von Audi oder BMW oder irgendwo, ich glaube Audi, haben sie sich auch irgendwo festgeklebt, und dann hat Audi die so richtig schön ausgebremst. Dann waren die da halt festgeklebt, tatsächlich richtig festgeklebt, und dann haben sie irgendwann, und sind in einen Hungerstreik getreten,
Und dann hat Audi gesagt, okay, dann macht ihr mal. Und dann hat sich hinterher einer bei Twitter beschwert, ja, die haben gar nicht uns geholfen, dass wir da mal unsere Notdurft verrichten können. Ja. Die haben uns in die Hose pissen lassen, ja, so ungefähr. Dann haben sie irgendwann noch die Heizung in dem Pavillon ausgedreht. Klimaschutz, ja, vielleicht. Und haben auch nicht das Essen für die, die nicht im Hungerstreik sind, besorgt, die haben wollten, was sie haben wollten, vegan, sondern irgendein Standardessen. Ja, wahrscheinlich keinen veganen Scheiß, sondern irgendwie so Currywurst, Pommes. Schöne Wurst reindrücken. Ja. Und dann hat er sich darüber bei Twitter beschwert. Ja. Also, stell dir mal vor, da kommt einer in deinen Garten, klebt sich da ans Gartentor und dann sagt er, ja, kannst du mal so einen Topf hier hinschieben, mal kacken? Ja. Und außerdem hätte ich auch noch gerne so eine vegane Bratwurst, ja, aber nicht zu sehr durch. Ja, ja, genau. Schön blutig. Und kannst du irgendwann mal Heizlüfter hier tun, ist schon ganz schön kalt an deinem Gartentor. Tja. Das verstehe ich aber nicht so. Also dann jammert auch nicht ihr Lappen. Wie gesagt, von der Zielrichtung völlig, völlig d'accord und richtig und wichtig. Aber naja, sei es drum. Wo ist die Hupe? Sei es drum. Suchst du jetzt schon die ganze Zeit die Hupen, sonst kann das Sommer vielleicht auch nachmachen. Hupen.de. Ja, ja, nee, ich seit neuestem will die App immer, dass ich online bin, also dass ich hier keinen Flugmodus anhabe, aber das mache ich natürlich schnell für den Sommer. Das haut er uns wenigstens nicht die Ohren weg. Und kannst das auch so schön nachmachen? Jetzt du. Das ist eher was für Geo, würde ich sagen. War schöner. Ja, ja, der Brunftschrei des Seichsperlseiblers. Ja, es klang eher so ein bisschen Schaf, das die falsche Ameise gefressen hat. Oder ein Bär mit einem Lachs im Ohr. Nur auf den Lachs, da fragt wieder keiner nach, wie es dem ging in dem Ohr. Ja. Ja, okay, Quickie Time. Dann lasse ich jetzt hier eine andere Geschichte gerade noch weg fürs nächste Mal. Und pack hier meinen Quickie aus, den ich tatsächlich, was ich sehr, sehr ungern mache, in der Blöd gefunden habe. Toronto. Kennt ihr die Stadt? From Toronto. Einer der wenig guten Filme mit Kevin Hart. Warst du nicht letzten? Nee, du warst. Ich war in Vancouver. In Vancouver, aber, ja. Toronto war ich auch schon mal. Ja. Abschlussfahrt von meinem Senior Year in den USA. Ja, ich war. Geile ich, Stadt. Ja, ich war nämlich auch schon da und es ist wirklich eine sehr geile Stadt. Und ich war sogar damals in dem Stadion der Blue Jays Baseball und habe mir da sogar ein Spiel angeguckt. Das war richtig cool. Das erste war Mal. Damals ganz modern, weil man konnte das zumachen, wenn es geregnet hatte. Ja, das hatte so ein Schiebedach zum Zumachen. Ja, das war sympathisch. Ja, und ich weiß aber beim Home Run dann alle Lichter an. Das war also für so jemand, der immer nur zum FC, zum Fußball geht, was ganz Besonderes. Und die Blue Jays haben also gespielt und da war auch ein Fan der Blue Jays dabei mit seiner weiblichen Begleitung. Und dann hat es wohl, also es war wohl jetzt nicht so eine Szene, wie man das kennt in Filmen, wo die zwei im Publikum dann plötzlich auf der Leinwand sich wiederfanden. Wenn ich den Artikel in der Blöd richtig verstehe, ist es, hat ein Zuschauer das nur gefilmt mit seinem Video und in die sozialen Medien gestellt. Es ist dann Folgendes passiert, der Fan der Blue Jays kniete sich vor seine weibliche Begleitung nieder und holte eine Schachtel heraus. Jeder weiß, was dann jetzt natürlich kommt. Die Frau auch sichtlich gerührt, der Hochzeitsantrag wird jetzt kommen, endlich. Und dann läuft alles doch ein bisschen anders als erhofft, denn aus der Box holte der Mann einen roten Spielzeugring, um irgendwie um die Hand anzubieten. Und daraufhin ist die Frau total ausgerastet. Sie hat ihm nämlich ihr Getränk ins Gesicht geschüttet und ihm eine Schelle verpasst, eine geballert. Ja. Und das fand er natürlich jetzt irgendwie nicht so klasse. Also die Leute haben drumherum alle ziemlich blöd geguckt. Aber so ist es eben gelaufen, nicht so, wie er es sich sicherlich gedacht hatte. Und ein wichtiger Punkt ist wohl noch wahrscheinlich, also zumindest wird das hier in der Blöd so gemutmaßt, es sah so aus, als hätte er noch eine zweite Schachtel in der Hosentasche gehabt, wo dann der echte Ring drin war. Aber auf den kam es dann nicht mehr an,
so dass letztlich die Geschichte versaut war. Also es kam nicht irgendwie zu einem Ja am Ende des Tages. Und dann wird hier noch geschildert, wie sich die User darüber streiten, ob die Frau jetzt quasi überzogen hat oder ob der Typ das Arschloch ist. Was würdet ihr denn sagen? Wer hat hier mehr ins Klo gegriffen? Also man kennt jetzt die Vorgeschichte nicht, aber Humor hat so möglicherweise keinen. Ja, so kann man das sagen. Also ich hab das ein bisschen auch gelesen und ich glaube, was sie aufgeregt ist, dass der Typ ist halt so ein ziemlicher Spaßvogel. Und auch nicht immer nur mit richtig guten Gags, so wie wir, sondern halt auch manchmal so richtig doofe Gags. Und sie war, glaube ich, enttäuscht, dass er selbst in diesem, ja, für eine Frau gerade, ich als Typ kann da drüber lachen, ja, aber ich glaube, für eine Frau ist das schon was ganz Besonderes, ihren ersten, vielleicht auch einzigen Heiratsantrag zu bekommen. Das ist auch, ich denke mal, den meisten Frauen wird es wichtiger sein, zumindest als den Männern, die sie aussprechen. Und das dann halt auch auf so eine Art zu verblödeln und zu verballhornen, noch dazu in einem Stadion voller Leute, wo das dann jeder mitkriegt. Ich glaube, das hat die einfach abgefuckt in dem Moment, dass er nicht mal da ernst bleiben kann. Und was sagt das dann vielleicht für die Ehe, ne? Wenn, ja, ja. Wenn der so in die Richtung alles so. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, aber ich kann mir vorstellen, was die Ratio dahinter war, dem eine reinzuknallen. Ja, also ich muss sagen, von beiden irgendwo ein bisschen schwach, denn so eine Situation mit so einem Gag zu versauen ist scheiße, aber ehrlich gesagt, eine Frau, die mir daraufhin ins Gesicht schlägt, der würde ja auch einen Laufpass geben. Ja, wobei, wo soll sonst schlagen, wenn es gibt ja für alles eine Zielgruppe. Ja. Ja, also ich bin eher so ein bisschen beim Ben auch, also ich kann mir schon vorstellen, also es, wie soll ich das jetzt sagen, man sollte, glaube ich, grundsätzlich keine Pointe liegen lassen, aber Timing ist eine ganz wesentliche Geschichte bei Pointen und bei Witzchen und es gibt Momente, wo man sich, glaube ich, wirklich verkneifen sollte. Ja, okay, bin ich bei dir. Oder ich finde, oder das anders. Getränk ins Gesicht, das war schon eine adäquate Reaktion, aber Das ist das Impuls. Also da würde ich jetzt sagen, da wäre ich jetzt relativ unaufgeregt. Also, dass sie ihm da eine mitgibt, irgendwie, dass egal, was soll sie denn sonst machen? Soll sie irgendwie sagen, du Schuft und dann weggehen? Also ja, wieso? Das Getränk ins Gesicht reicht doch. Also ich finde so eine Impulskontrollstörung bei einer Frau brauche ich nicht unbedingt dann auch noch zu Hause zu haben. Ja gut, aber das Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht überliefert, ob sie sich dann noch später irgendwie ob sie das überwunden haben oder ob sie jetzt getrennte Wege gehen. Also was aber ich glaube, das war eine Impulshandlung von der. Also vielleicht hat die die Faust locker sitzen, ja, und eben, das passiert häufiger. Eben, also dann ist es ja auch für was gut. Also ich habe noch nie eine geschallert gekriegt, ja, so ja, in dem Sinne. Aber umgekehrt, ja. Stell mal vor, irgendjemand würde in der umgekehrten Situation, naja, er hat halt so ein bisschen die Faust vielleicht locker, ja. Da würde nur häusliche Gewalt, das würde gar nicht gehen. Ich finde, es geht auch umgekehrt nicht. Das ist richtig, vollkommen richtig. Ja, ja, aber ich weiß, ich habe das Video nicht gesehen. Haut die dem da voll in die Schnauze oder ist das eher so? Ich habe das Video auch nicht gesehen, aber sie hat ihm wohl ins Gesicht geschlagen. Muss natürlich jetzt zwei Dinge machen. Also erstmal ist es hier aus der Bild-Zeitung. Die machen ja möglicherweise aus dem Schubser dann auch schon einen schweren Hieb irgendwie. Und zum Zweiten, was mich halt noch jetzt bei dem ganzen Artikel ein bisschen mehr erschüttert hat, du hast das relativ am Anfang gesagt, du warst dir nicht sicher, ob du es richtig verstanden hast. Also, wie kann man denn die Bild-Zeitung nicht verstehen? Also, das ist doch. Die haben das nur 50, geht jetzt aber gegen Sammer, der schallert dir gleich ein. Die haben doch nur 50 Worte. Er hat schon seinen Schlagring ausgepackt in der Schachtel. Nee, also, ganz im Ernst, ich. Ja, aber wenn man ja ganz ehrlich, wenn man es da nicht versteht, das kann ja auch Absicht sein, ja, wenn es selber nicht weiß. Das ist ja so, also ich glaube, ein Teil der Leute, also Julian Reichelt geht jetzt auf anderen Portalen steil irgendwie und aber steil ist schon untertrieben. Ja, das war apropos die seriöse Formulierung. Apropos Julian Reichelt und blöd, also den Abgang von ihm will ich nicht kommentieren, aber es gibt diese Doku über die Bild noch mit ihm, irgendwie Bild, bla bla, ich weiß nicht, Netflix oder Amazon oder irgendwo läuft die. Die habe ich mir mal reingezogen, weil ich ein medieninteressierter Mensch bin. Das ist schon ganz geil da. Also kettenrauchende Redaktion und so, der Typ, der ist schon irgendwie verrückt, ne? Und sein Co. Auch.
Und der hat ja letztens auch irgendwie ein Interview da in der Ukraine geführt und so. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt bei der Bild irgendwie mir das alles viel, viel biederer vorgestellt. Ist halt extrem reißerisch und ja, man weiß, wo es herkommt. Aber ich fand das sehr interessant. Also kann ich nur allen Bildhassern auch, ich bin kein Bild-Fan, kann ich nur empfehlen, mal diese Doku, wenn die noch irgendwo läuft, ein bisschen reinzugucken, so hinter die Kulissen, soweit man das denn sagen kann. Das wäre mein Einwand jetzt gewesen. Also ja, ob das jetzt eine realistische Darstellung ist oder auch wieder eine inszenierte. Die Frage ist halt auch, ob man sich von Verhaltensgestörten über das aktuelle Tagesgeschehen informieren lassen möchte. Was möglicherweise. Ja, aber die Wahl hast du ja selber, du musst das ja nicht lesen. Aber für den Podcast ist es ja hin und wieder mal. Ich habe auch nicht zugehört eben. Pollo, das kenne ich von dir. Irgendwas in Toronto war da, ne? Irgendwas. The Man from Toronto. Ja. Irgendwas mit Sport. Ja. Ja. Naja, es ist. Ja. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ja, bevor ich euch jetzt hier einen komödiantischen Heiratsantrag mache, würde ich sagen, wir beschließen die Runde für heute. Dein Bier haben wir jetzt gar nicht angerührt. Ich weiß nicht, kannst du damit leben? Das ist okay, das können wir auch beim nächsten Mal. Ich kann ja das mal anteasern. Das ist jetzt aus meiner, ich habe eine Exkursion in die große, weite Welt gemacht, nach Seeland, die holländische Küste. Und da habe ich jetzt das. Neuseeland oder normal? Das normale Seeland. Okay, und das Altseeland, genau, sehr schön. Genau, und da habe ich das Reike Herbstbock mitgebracht von der Brauerei Grolsch, die man ja auch kennt. Ja, herrlich. Und es ist ja beim nächsten Podcast bestimmt immer noch Herbst. Oder überhaupt mal ein bisschen Herbst. Im Moment ist es ja eher. Ach, Herbst ist Herbst, oder was? Hast du das gecheckt? Also habe ich jetzt mal. Herbstbock. Das habe ich jetzt mit meinen Kindern. Dann hätten wir mit deinem an. Ich habe den Winterbock hier, du bist noch beim Herbst. Das ist ja jetzt irgendwie. Hätten wir uns absprechen müssen. Temperaturmäßig ist es ja eher noch Spätsommer. Na gut. Es war Sommer. Ja, immer. Es war so. In diesem Sinne schließen wir diese Runde. Es war echt schön, wieder hier zu sein. Der Sommer verzieht keinen. Jederzeit in der Lage, das Niveau zu senken. Ja, du hast eben was vom Timing gesagt. Ich übe noch. Immerhin. Aber ja, gut. Aber einer von dreien hat ja gelacht. Also insofern. Wunderbar. Schenk dir doch mal nach, mein Schatz. Komm, ja, hier, schenk dir doch mal nach. Ja, traumhaft. Damit du auch noch was später zu lachen hast. Ja, dann möchte ich noch ganze Nacht lachen. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge gehabt zu haben und ich freue mich schon darauf, die nächste anzugehen, denn im Dezember gehen wir tatsächlich, ihr verrückten Hühner, in Season 4. Könnt ihr euch das vorstellen? Vierte Staffel, voll in die Presse, unglaublich. Also ich freue mich, ich hoffe, wir ziehen das noch ein bisschen durch. Die letzten Monate waren so ein bisschen tough, muss ich sagen, weil Krankheit, Termin. Es war viel, es war irgendwie viel, also allen, die uns nach wie vor gewogen sind, den danke ich sehr für die Geduld und die Ausdauer, aber was willst du machen? Immerhin leben wir noch, ne? So gut, es wird weiter gesendet. Tschüss. Tschüss.